Das Fahrzeugoberteil der selbstfahrenden Bahnschneeschleuder HB1500S kann über einen Drehkranz gewendet werden. Das ermöglicht einen enorm schnellen, richtungsunabhängigen Einsatz. Die Schleudermotoren mit insgesamt 1500 PS ermöglichen einen 40 Meter weiten Schneeauswurf und kommen auf ein Räumvolumen von bis zu 16.000 Tonnen Schnee pro Stunde. Die Wurfradgehäuse sind mit tangentialen Kaminen ausgestattet, die mittels Hydraulikzylinder separat geschwenkt werden können. Die beiden Vorbauhälften sind über einen stabilen Verschieberahmen ausfahrbar. Durch das Ausfahren der Vorbauhälften und das Ausstellen der Rafferbleche kann die Räumbreite von ca. 3000 mm auf 5800 mm vergrößert werden. Jeder Auswurfkamin verfügt über eine hydraulisch betätigte Auswurfklappe, mit welcher der Schneestrahl gelenkt werden kann. Die langsame Stufe der Schleudergetriebe wird eingelegt, wenn eine große Tonnenleistung gefordert ist. Die schnelle Stufe der Schleudergetriebe wird eingelegt, wenn eine große Wurfweite gefordert ist. Der vom Fahrerhaus aus zugängliche Mittelgang führt zwischen den beiden Dieseltanks und den beiden Schleudermotoren hindurch bis zum Fahrmotor. Die verwendeten Fahrersitze sind nach DIN 5510 Teil 2 abgenommen und bieten dem Personal erhöhten Komfort bei langen Einsätzen. Das Fahrerhaus kann während des Betriebs mit der vom Kühlwasser versorgten Warmwasserheizung beheizt werden. Im Fußbodenbereich sind zwei große Wärmetauscher mit Gebläse montiert. Bei Fahrzeugstillstand oder zusätzlich kann das Fahrerhaus mit einer Vibasto-Warmluftheizung beheizt werden. Zur besseren Sicht sind die beiden Frontscheiben nach vorn geneigt. Die Frontscheiben sowie die rotierenden Scheiben sind aus 14 mm Verbundglas gefertigt. Die seitlichen Schiebefenster, die Türfenster und das Fenster hinten sind ebenfalls aus Verbundglas. Die großen rotierenden Scheiben ermöglichen eine noch bessere Sicht bei harten Bedingungen. Über die gesamte Breite des Fahrerhauses ist das Bedienpult für den Lokführer und den Schleuderführer angeordnet. Im Bedienpult sind alle notwendigen Bedienelemente für die Fahrsteuerung und für die Bedienung des Schleudervorbaus angeordnet. Sowohl vom rechten Fahrersitz als auch vom linken kann das Fahrzeug gesteuert und die Schneeschleuder bedient werden. Alle elektrischen Bauelemente, außer Bedienelemente und Sensoren, sind im Schaltschrank im hinteren Bereich der Fahrerkabine untergebracht. Das schwenkbare Wurfradgetriebe bietet einen verlustarmen mechanischen Schleuderantrieb über Gelenkwellen bei einem seitlichen Verschiebeweg von einem Meter. Das Verbindungsgetriebe ermöglicht es, die gesamte Motorleistung beider Schleudermotoren bei Bedarf auf eine Vorbauhälfte zu leiten. Andererseits können beide Vorbauhälften bei sehr geringem Leistungsbedarf mit nur einem Schleudermotor betrieben werden. Das zentrale Bauteil für den Fahrantrieb und die Drehbarkeit der Maschine bildet das Kriechgang-Verteilergetriebe. Die Fahrsteuerung ist aufgegliedert in einen pneumatischen und einen elektrischen Teil. Die Getriebeschaltung am Kriechgang-Verteilergetriebe und die Drehvorrichtung zur Schaltererleichterung sind pneumatisch betätigt. Die elektrische Fahrsteuerung bildet das Kernstück der gesamten Fahrsteuerung. Damit wird der Fahrmotor, das Voigt-Turbogetriebe mit Retarder, der Gleitschutz und der Schleuderschutz angesteuert. Unter dem hinteren Überhang des Fahrzeugs ist ein pneumatisch betätigter Spurpflug angebaut. Dieser Spurpflug kann hydraulisch umstellbar als Keil- und Seitenpflug verwendet werden. Das Heben und Senken erfolgt pneumatisch. Die Bahnschneeschleuder HB1500S von Beilhack. Maximale Leistung in äußerst kompakter Bauweise.